Auch von meiner Seite hier ein gesegnetes 2019, denen ich es noch nicht persönlich habe anwünschen können. Gott segne euch ganz reich. Auch diejenigen, die im Livestream mit dabei sind und zuschauen, ein gesegnetes 2019. Und schon wären wir mitten im Thema drin. Und das gesegnete 2019, wir haben gerade in dem Lied gesungen, du bist ein guter, guter, guter Vater. Das ist Gott. Und ich und wir sind von ihm geliebt. Das Beste, was wir hören können für dieses Jahr, Gott ist ein guter Vater, da gibt es nichts zu rütteln. Und wir sind geliebt von ihm. Gott wird auch in der Bibel immer wieder bezeichnet als der Gott des Friedens. Gott des Friedens. Und darum geht es ja in der Jahreslosung. Tanja hat uns schön hingeführt. Suchet Frieden oder suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich habe mir überlegt, wir haben ja ein paar Jäger in der Gemeinde, ob ich heute Morgen ein Gewehr mitbringen soll, ein Zielfernrohr. Und dann habe ich gedacht, es kommt komisch, dann wird ja der Friede erschossen. Es kommt ja auch komisch, wenn ich sage, jetzt legen wir auf den Frieden an, nehmen ihn ins Zielfernrohr und ping, und dann ist er tot. Das ist ja nicht der Sinn der Übung, dass wir den Frieden erschießen. Jage ihm nach könnte auch bedeuten, setz alles daran, den Frieden zu finden. Was meint Friede überhaupt? Was meint dieses Wort so viel gebraucht? Was meint Friede überhaupt? Friede ist mehr, das kann ich sagen, wesentlich mehr als Abwesenheit von Krieg und wesentlich mehr als Abwesenheit von Gewalt. Normalerweise heißt das Wort ja im Hebräischen Shalom. Shalom. Shalom ist ein bekanntes Wort. Und das trifft es viel, viel besser als das deutsche Wort Friede. Denn wo Shalom ist, findet sich nicht nur Sicherheit und Ruhe, sondern dort findet sich auch Gesundheit und Freude, Heil, Wohlergehen. Man könnte sagen, wo Shalom ist, da fühlt man sich pudelwohl, ringsrum. Da ist man gesund, hat keine Zahnschmerzen, keine lottrigen Zähne, man sieht noch gut, rundum geht's einem gut. Das meint das Wort Shalom. Vervollständigung steckt in diesem Wort. Es wird etwas vervollständigt, sozusagen komplett rundum Frieden. Man könnte sagen, rundum Frieden mit Gott. Ich kann Gott in die Augen schauen, hier am Kreuz, Gott durch das Kreuz, Gott in die Augen schauen und ich weiß, da ist Friede zwischen Gott und mir. Es steht nichts mehr zwischen uns. Ich kann ihn sozusagen umarmen. Friede meint auch Friede mit meinem Nächsten. Ich sehe meine Frau, die ist da, die könnte ich jetzt umarmen, wenn sie nicht so weit weg wäre. Habe ich heute Morgen schon. Friede zwischen ihr und mir, es steht nichts mehr zwischen uns. Friede bedeutet auch die dritte Dimension, Friede mit mir selber. Ich bin befriedet mit meiner Lebensgeschichte. Das ist meine Geschichte, die ist so verlaufen. Gott ist diese Geschichte und diesen Weg mit mir gegangen und ich bejahe diesen Weg. Ich nehme ihn an und sage, es ist gut so, denn du bist ein guter Vater. Das hängt entscheidend mit dem zusammen. Und Friede könnte auch bedeuten, wenn wir es weiter einspannen, wir sehen hier den Erdball, Friede mit der ganzen Schöpfung. Im Wort Frieden und Shalom steckt auch das Wort bezahlen. Das heißt, wir schulden einander nichts mehr. Alle Schulden sind beglichen. Das ist Friede. Viele Schulden kann ich nicht begleichen. Emotionale Schulden, die kann ich nicht begleichen. Und wir sind schon am Kern vom Frieden. Emotionale Schulden kann ich vergeben, damit wieder Friede herrscht. Ich kann sie nicht bezahlen. Ich kann nicht bezahlen, dass ich meiner Frau viel zugemutet habe, viel weg war. Ich kann ihr nicht sagen, ich gebe dir mal 100 Euro und dann ist das abgegolten. Kauf dir ein paar neue Schuhe oder irgend sowas. Geht nicht. Aber ich kann sagen, es tut mir leid, verzeihst du mir, erlässt du mir diese Schuld, damit wieder Friede herrscht. Und also ganz tiefe Dimensionen, die in diesem Wort Shalom stecken. Shalom meint, wir schulden einander nichts mehr. Alle Schulden sind beglichen. Auch das gute Wort, das ich versäumt habe zu sagen, ist vergeben und dann ist Friede.
Es gibt im Hebräischen den Gruß Shalom. Shalom, Tanja, Shalom. Shalom ist mehr als einen guten Tag oder ein gutes Jahr. Mehr gute Wünsche als mit dem Wort Shalom kann man sonst in keinem einzigen Wort allein ausdrücken. Ich wünsche dir rundherum Wohlergehen, Gesundheit, Glück in dem, was du unternimmst. Ich wünsche dir heile Beziehungen. Ich wünsche dir ein gutes Leben. Rundum Wohlergehen. Das meint das Wort Shalom. Das sprechen wir, kann man einander zusprechen. Kann sie in die Augen schauen und sagen, Shalom Tanja. Shalom Thomas. Shalom. Und dann wünsche ich ihr diese Fülle und diese Menge und diese Wucht von Gutem kaum mehr auszuhalten. Manche sind jetzt ganz heiß drauf, ich sehe sie ihnen an und wollen das einander zusprechen, das dürft ihr jetzt. Einfach einander anschauen, wem ihr wollt und sagen einfach Shalom Jürgen, Shalom Jürgen, Shalom. Die Grundlage für diesen Frieden, für diesen tiefen Shalom, für dieses Wohlergehen rundherum sind natürlich versöhnte Beziehungen, das ist klar. Wenn ich mit meiner Frau nicht versöhnt bin, wird es zur Farce. Sind versöhnte Beziehungen als Grundlage. Und der Psalmbeter David, der diesen Psalm geschrieben hat, der schreibt ja in den Versen vorher ganz einfach, er sagt, wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Ist die Frage, wollt ihr das? Und dann sagt er unter anderem, suche Frieden und jage ihm nach. Willst du in deinem Leben glücklich sein? Willst du etwas von deinem Leben haben? Suche Frieden und jage ihm nach. Und dann gebraucht er später viele Bilder und er sagt, Leben kann in diesem Frieden aufblühen, da blüht Leben auf. Das schöne Bild ist, irgendwie hat es mir gefallen, ihr werdet unter dem Feigenbaum liegen und nichts wird euch aufschrecken. Man liegt da unter dem Feigenbaum, hat nur eine schöne gute Flasche Wein neben sich, die ist offen und hier noch das Vesperbrot mit Tiroler Speck und alles ist da und man schläft und man weiß, niemand klaut einem irgendetwas. Es ist einfach Friede. Ich habe gedacht, ich als Beweis, dass wir hier Frieden haben, mache ich eine kleine Übung. Ich habe hier meinen Geldbeutel, den mache ich jetzt auf und den lasse ich durch die Reihen gehen, weil hier Friede ist. Und ich gehe davon aus, dass nachher noch gleich viel drin ist wie vorher oder mehr. Davon gehe ich nicht aus. Einfach mal so. Denn wo Friede ist, kann man das Auto offen lassen, die Haustür zu Hause, da ist Friede. Da weiß man, es wird nichts gestohlen. Man kann sich in die Augen schauen. Jeder wünscht dem anderen Wohlergehen. Ich habe gedacht, es wäre eine kleine Übung und ich schaue dann nachher rein und ich sage euch, ob es noch passt. Und wenn nicht, kann ich ihn ja nochmals durchgehen lassen und dann schauen wir weiter. Die Frage ist natürlich zentral, wie kann Frieden gelingen? Du machst einen Geldbeuteltausch, sehe ich das richtig? Wie kann Frieden gelingen? Wie kann Frieden gelingen? Wie jagen wir dem Frieden nach? Jetzt müssen wir aufpassen, denn leider ist die Gemeinde, die Kirche oft mehr von der Welt geprägt, als dass sie die Welt prägt. Und das ist ein großes Problem.
dass die Gemeinde oft mehr von der Welt geprägt ist. Und in der Welt herrscht ein anderes Friedensverständnis als bei den Menschen, die Jesus nachfolgen. Das darf man nicht gleich füllen. In der Welt herrscht Friede durch das Gleichgewicht der Kräfte. Durch das Gleichgewicht der Kräfte herrscht Frieden. Der eine baut eine Bombe und dann baut der andere auch eine. Dann baut der andere eine größere und dann baut der auch eine größere. Das Gleichgewicht der Kräfte soll Frieden schaffen. Das ist das Prinzip der Auf- und der Abrüstung. Man schielt immer auf den anderen. Was macht der? Rüstet der auf, rüste ich auch auf. Logisch. Das Gleichgewicht der Kräfte, das stellt den Frieden her. Und das ist ein Friede, der basiert auf Misstrauen. Es ist kein Friede des Vertrauens. Deshalb braucht es dann so Spezialisten, die durch unterschiedliche Länder reisen und schauen, was die mit dem angereicherten Uran alles machen. Wir erleben im Moment eine verbale Aufrüstung. Verbalattacken, würde ich mal so nennen. Und ich muss leider feststellen, dass das, was in der Welt läuft, auch in der Gemeinde, im Reich Gottes zunimmt. Ein bisschen verspätet, aber es nimmt zu. Die großen Verbalattacken auf Twitter, Facebook, Gifteleien am Arbeitsplatz, in den Ehen, in den Familien und leider auch oft immer wieder in den Gemeinden. Man kennt das, ein Wort gibt das andere. Und dann schaukelt sich es hoch. Das kenne ich vom Sandkasten. Wenn einer hat gesagt, du bist dumm. Und dann hat der andere gesagt, du bist dumm, dumm. Und dann hat der andere gesagt, du bist dumm, dumm, dumm. Und dann hat der andere gesagt, du bist dumm, 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 saudumm. Und dann hat der andere gesagt, du bist dumm, 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 saudumm, saudumm. Und so hat man sich hochgesteigert. Und so kommt mir das in der Welt vor. Manche Twitter-Kommentare von bekannten Politikern, wo ich denke, das darf doch nicht wahr sein, dass man Dinge, die man besprechen müsste, unter vier Augen, dass man die öffentlich austrägt und dass der eine den anderen öffentlich beschimpft und diffamiert. Aber man sitzt nicht an einem Tisch. Gleichgewicht der Kräfte auch im verbalen Schlagabtausch. Gleichgewicht der Kräfte basiert auch darauf, dass wir Negatives sammeln als Munition zum Schießen, aufrüsten. Ich kenne das von meinem früheren Leben, bevor ich Christ war und wir verheiratet waren, da habe ich immer solche Dinge gesammelt, die habe ich sogar notiert, die Regina falsch gemacht hat, muss man sich vorstellen. Die habe ich gesammelt. Und dann eines Abends kam irgendeine schiefe Bemerkung von ihr und dann habe ich gesagt, Moment, ich muss mal ins Schlafzimmer, da habe ich eine Schublade und jetzt lege ich dir mal vor, was du alles falsch gemacht hast. Wahnsinn. Wahnsinn. Aufrüstung. Gleichgewicht der Kräfte. Wenn Regina so blöd wäre wie ich, hätte sie dasselbe gemacht. Und dann hätten wir jedes Mal bei einem Streit 27 Zettel auf den Tisch gelegt. Echt krass. So funktioniert die Welt, so funktionieren viele Ehen, so funktionieren viele Beziehungen. Vielleicht habt ihr es im Südkurier gelesen. Zornige Männer. Von zornigen Männern war die Rede. Im Feuerofen, ich bin hier, kommen gleich dazu. Im Feuerofen, so lesen wir hier, im Feuerofen des Wettbewerbs brannte anderes, die süße Glut der späten Rache. Es gibt in der CDU eine Handvoll zorniger, alter Männer, die mit der Kanzlerin eine Rechnung offen haben. Schäuble, Koch und der neuerlich erweckte Günther Oettinger. Die haben wohl gesammelt und auf die Stunde gewartet, wo sie unserer Angela Merkel so richtig gewaltig nochmals eins reinwürgen können. Das sind die Vorbilder unserer Nation. Die machen viel Gutes. Aber
bei solchen Entgleisungen denke ich, es darf doch nicht wahr sein. Ist doch krass. Ich bin überzeugt, der Tag kommt, wenn Angela Merkel, ich weiß, nicht alle mögen Angela Merkel, wenn Angela Merkel weg ist, werden die Tage kommen, wo man sie zurücksehen, mit ihrer ruhigen, bedächtigen, freundlichen, klaren Art. Wenn die Proleten überhand nehmen, sehnt man sich nach diesen Menschen zurück. Annegret Kramp-Karrenbauer, kennt ihr ja, die neue CDU-Vorsitzende, finde ich auch krass, als ich das gelesen habe. Sie wollte ihre Nummer nicht sperren lassen und dann lesen wir hier, aber die Zahl der Anrufe, die die Grenzen des guten Umgangs und Geschmacks verletzten, haben stark zugenommen. Sie sagte, dass sie selbst nur noch selten zu Hause sei, nehme ihr Mann die meisten Telefonate entgegen. Es ist mittlerweile zum Teil eine echte Belastung geworden. Man wird verbal rund gemacht und fertig gemacht, nur weil sie jetzt CDU-Vorsitzende ist. Und es ist Öffentlichkeit. Ist echt verrückt. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und dieser Tage in unserem Hadel habe ich einen Text gelesen aus dem Propheten Hosea. Wir mussten den Text 7-mal lesen, das erste und das zweite Kapitel. Und das spricht etwas völlig, völlig, völlig anderes. Da sagt der Prophet Hosea, ich Gott, also er spricht für Gott, ich Gott, zerbreche alle Kriegswaffen und entferne sie aus deinem Land, sodass du in Frieden und Sicherheit leben kannst. Ist das nicht verrückt? Ich zerbreche alle Kriegswaffen und entferne sie aus deinem Land, sodass du in Frieden und Sicherheit leben kannst. Echt krass. Gott rüstet ab. Und zwar vollkommen. Damit dieses Land, das keine Kriegswaffen mehr hat, in Frieden, in Shalom und Sicherheit leben kann. Da würden wir sagen, hallo, so geht es hundertprozentig nicht. Wir müssen das Gleichgewicht der Kräfte herstellen. Und Gott sagt, ich werde alles zerstören, alle Kriegswaffen. In Micha 4 geht er so weit und sagt, die Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet und so weiter. Ich rüste ab, völlig, aber vollkommen rüste ich ab. Der Vers, der begleitet mich und ich denke, hallo, das ist irgendwie so anders, wie wir ticken, völlig anders. Ich rüste völlig ab, völlig ab. Und wenn wir Jesus genau anschauen, ist ja das genau passiert. Er kam auf die Erde als Sohn des Höchsten, er wurde ein Mensch wie wir und er wurde wehrlos. Und im Garten Gethsemane sagt er zu seinen Jüngern, ich könnte Legionen von Engeln rufen. So würde ich machen. Und der ganze Spuk wäre vorbei und ihr wärt alle weg. Ende der Vorstellung. Alle wären weg. Und dann geht er den Weg der Friedfertigkeit. Ich will hier nicht politisieren und ich will nicht sagen, wir müssen jetzt abrüsten und auf Null fahren und so weiter. Das sind Zusammenhänge, die sind nicht so einfach. Dessen bin ich mir bewusst. Aber eine Grundidee von dem würde uns extrem gut tun. Eine Grundidee, nicht das Gleichgewicht der Kräfte, sondern ich kann auch mal statt neue Raketen bauen, eine verschrotten. Und dann schauen wir mal, was kommt. Ich kann statt Zettel sammeln im Kleinen, die gleich verbrennen. Ich muss nicht mehr aufrüsten. Ich kann abrüsten. All das Kriegsmaterial und all die verbalen Mittel, die ich habe, um dem anderen eins noch reinzuwürgen, ich rüste ab. Aber das kann ich nur. Das kann ich nur, wenn ich Gott auf meiner Seite habe. Und das ist ja an das Volk Israel geschrieben. Und Israel hat gewusst, sie haben den stärksten aller Götter. Und deshalb könnten sie sich das erlauben. Und ich weiß auch, das ist heute alles nicht so einfach,
Aber der Grundgedanke, so eine Grundhaltung, die würde ich gern hier rausnehmen und uns mitgeben, die Grundhaltung zu sagen, wo rüste ich auf, wie rüste ich auf und wo könnte ich abrüsten, völlig. Denn da ist jemand, der wird für mein Recht, der wird für mich sorgen. Hochinteressant in dem Ganzen ist ja, übrigens ist das Bild hier, ich habe sogar ein Original dabei, nicht weniger als ein Original-Hüllerer. Es passt so wunderschön zu diesem Text. Ein Original-Hüllerer. Der Lars hat es mir zur Verfügung gestellt und gesagt, wie ich mit dem Bild umgehen soll, nur in der Mitte halten und nicht zu viel kalt und nicht drauf rumtatschen, sage ich euch jetzt, also, dass es wieder heil ankommt. Ich finde es ein schönes Bild, treffend. Gehen einen Schritt weiter. Wie ist Friede möglich? Und da hat David, das finde ich echt krass, in den Versen vorher, die man oft außer Acht lässt, Folgendes geschrieben. Nochmals den Vers. Wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Und dann sagt er, dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt und niemand verleumdet. Das Zweite, kehrt euch vom Bösen ab, und tut das Gute. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich wirklich gefragt, ist das mit ein Weg zum Frieden? Ist das mit ein Weg zum Frieden? Zunge gut in Acht nehmen, die Zunge gut in Acht nehmen, vom Bösen abkehren und das Gute tun? Das wären zwei Dinge. Und je länger ich dem nachgedacht habe, je mehr habe ich gedacht, da steckt extrem viel drin. Unsere Worte und unsere Taten. Achte, würde David sagen, achte auf deine Worte, denn sie haben das Potenzial, Kriege anzuzetteln. Und es werden verbale Kriege sein, aber die Kriege werden weitergehen. Und in böse Taten enden. Achte auf deine Worte. Es gibt ja aus dem Jüdischen, im jüdischen Talmud eine Auslegung der Schrift, heißt es ja, wenn du alleine bist, achte auf deine Gedanken. Schau dir genau an, was du denkst. Und wenn du in Gemeinschaft bist, achte auf deine Worte. Und das beschäftigt mich extrem. Beschäftigt mich extrem. Nimm deine Zunge gut in Acht, kehre dich vom Bösen ab und tue das Gute. Vor 2 Jahren war die Jahreslosung, überwinde, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Investiere alle Energie in das Böse mit Gutem zu überwinden. Mit Gutem. Eine große Herausforderung. Die Zunge in Acht nehmen. Wir werden nächsten Sonntag, ich hoffe, das kommt soweit. Ich habe ja vor ein paar Wochen gepredigt über die Sprüche und im Hinblick auf Worte und Reden. Ihr erinnert euch, hier hinten stehen ungefähr 50 Personen auf der Flipchart, die gesagt haben, ich lese die Sprüche durch, im Hinblick auf Worte. Was sagt die Weisheit der Bibel zum Thema Worte? Und dann haben wir gesagt, am 13. Januar, hören wir viele gute Berichte, welche Verse wen angesprungen hat, welche Verse ins Herz gegangen sind. Ich werde nächsten Sonntag nicht predigen, sondern ich hoffe, dass wir von euch Predigten hören. Und wenn es nur der Satz ist, mich hat dieser Vers volle Kanne erreicht, wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt. Seit dieser Vers mich angesprungen hat, mitten ins Herz, überlege ich mir 3-mal, bevor ich einfach so rausposaune, alles rauslasse und den Scherbenhaufen hinterlasse. Es wird reichen. Und ich könnte mir vorstellen, es wird ein gesegneter, reicher Gottesdienst. Zurück zu David, zurück zur Jahreslosung. Meint David, das wäre ein Weg, dem Frieden nachzujagen, indem wir auf unsere Worte achten,
und auf unsere Taten. Nein, nein, nein zur Lüge, nein zu Verleumdungen, nein zu schlüpfrigen Reden, konsequent nein. Und ja, ja zu guten Worten, zu segnenden Worten. Ja zum Lob, ja zum Dank. Wir können nicht beim Nein stehen bleiben, das ist ein biblisches Prinzip. Das biblische Prinzip sagt Nein zu dem und Ja zu dem. Wenn ich umkehre, sage ich zu etwas Nein und zu etwas Ja. Und dann investiere ich alle Energie in die Richtung. Psalm 1 ist der Schlüssel. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, nein zu dem, sondern, was ist die Alternative? Sondern hat Lust, Leidenschaft, Lust an einem Barolo 2012. Nein, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und murmelt über seinem Wort Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht. Und was er tut, gelingt ihm wohl. Sind wieder bei dem, der über das Richtige nachsinnt, nachmurmelt, nachdenkt. Nein zu und Ja zu. Das ist was ganz Entscheidendes, dass wir ein Nein haben zu falschen Gedanken und ein Ja zu den richtigen. Dass wir ein konsequentes Nein haben zu den falschen Taten und sie durch gute ersetzen. Nicht beim Nein stehen bleiben, sondern durch gute Taten ersetzen. Das sind biblische Prinzipien. Es gibt einen Satz in der Kommunikation, der lautet: Probleme entstehen durch Kommunikation. Probleme entstehen durch Kommunikation. Ich kann zu meiner Frau sagen, Regina, wir haben eine große Herausforderung dieses Jahr vor uns. Wie können wir die anpacken? Lass uns darüber nachdenken. Ich kann aber auch zu ihr sagen, wir haben ein Riesenproblem. Wir Deutschen denken ja problemorientiert. Wir haben ein Riesenproblem. Und dann wird das Problem ausgebreitet, lang und breit. Und wir werden immer kleiner, immer depressiver, nach einer Stunde sagen, oje, oje, oh nein, wir lassen alles bleiben. Und ich sage, wir haben eine Herausforderung, unsere jüngste Tochter geht aus dem Haus, die uns immer so schön unterhalten hat, wenn sie da war, weil sie so extrovertiert war, wunderschön. Auf uns kommt eine schöne Herausforderung zu, wir müssen uns wieder selber unterhalten. Je nachdem, wie ich darüber rede, habe ich ein Problem oder ich werde den Weg einer Lösung gehen. Und das ist bei uns Christen leider, leider nicht anders. Wir reden problemorientiert über Gemeinden, wir reden problemorientiert über Evangelisation, wir reden problemorientiert. Und deshalb haben wir ja auch Probleme, weil wir sie dann nicht lösen. Nein, sagt David, nein zu diesem Bösen, nein zu unguten Worten, nein zu unguten Taten. Nein und ein Ja zum anderen. Das klingt gut, alles. Manche sagen sich jetzt, das werde ich mir vornehmen. Und sie sind vielleicht draußen im Auto und dann kippt das ganz schnell wieder. Dann ist der, der vor einem fährt, der Lahmarsch, der blöde Hund. Müsste mal hupen, solchen Leuten gehört der Führerschein genommen und so weiter. Wir müssen in dieser Thematik Jagd dem Frieden nach, müssen wir zum Kern vorstoßen. Bisher haben wir an den Symptomen gearbeitet, das ist nicht falsch. Sollen wir. Aber der Kern ist ein ganz anderer. Worin besteht die tiefste Ursache, dass es Kriege im Großen und Kleinen gibt? Worin besteht die tiefste Ursache für Verbalattacken und all diese Dinge? Und diese Ursache, die müssen wir anpacken, ohne an den Symptomen zu arbeiten, ohne das zu lassen. Und die tiefste Ursache ist eine völlig andere. Wenn wir das erste Buch Mose lesen, ganz am Anfang, schafft Gott alles und dann heißt es, und siehe, es war sehr gut. Es war Shalom.
Es war dazu da, dass umfassend das Leben gelingen kann. Alles, was ihr braucht, ist da und es ist sehr gut. Sehr gut. Und dann zieht etwas ein über Worte. Und dann begegnet die Schlange, der Teufel in Form der Schlange, der Eva und sagt, sollte Gott gesagt haben. Mitnichten hat er das gesagt, denn wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott und das ist eine Lüge. Und mit dieser Lüge führt er sie aufs Glatteis, mit dieser Lüge. Und dann kommt Genesis 3, sie wenden sich ab von Gott, sie wenden sich ab von Gott. Und dann kommt Genesis 4, der erste Mord, der erste Totschlag. Und der erste Totschlag, da müssen wir uns bewusst sein, das Problem war nicht die Waffe, und das Problem war nicht die Atombombe, und das Problem war nicht das Maschinengewehr, und das Problem war nicht das G3, das war nicht das Problem, denn das hatten die alle nicht. Das Problem war auch nicht der Prügel, das Problem war die innere Haltung von Kain. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Und wieso? Weil er sich von Gott abgewendet hat. Weil er Gott den Rücken gekehrt hat. Und wenn wir von Frieden reden und von Abrüstung und genau diesen Punkt nicht mit hineinbringen und nicht sagen, es braucht eine radikale Umkehr und Hinwendung zu Gott, dann wird das alles zu kurz greifen. Auch die schönen, guten Ratschläge, die ich euch gebe, wenn nicht eine grundlegende innere Umkehr stattfindet, nämlich zum Gott des Friedens. Wenn das nicht stattfindet, wird es nicht funktionieren. Wir brauchen eine Ursachenbekämpfung. Und die Ursachenbekämpfung ist einfach zurück zu Gott, zurück zu Gott, zurück zu Gott. Im Deckerkurs mache ich jetzt Werbung, was ganz Wichtiges. Der findet statt im Februar, am 1. Februar beginnt er eine Entdeckungsreise in den christlichen Glauben. Für Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen über Jesus, die optimale Einladung, Gott kennenzulernen, ihm zu begegnen. Zurück zu den Anfängen, zurück zu Gott. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges, erfülltes Shalom-Leben hat. Dieses Shalom-Leben schenkt uns Gott. Und die meisten wissen es, ich trage ja diesen Vers Tag und Nacht bei mir. Manche stört's, ich finde es inzwischen, bin versöhnt mit dem Ganzen und ich bin dankbar. Ich denke immer daran, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn ich sinnerfülltes Leben will und wenn ich Frieden will, dann muss ich zurück zu diesem Gott, jeden Tag neu, jede Minute neu. Und dann bin ich bei ihm, dem Gott des Friedens und dem Gott der Liebe. Und zu diesem Gott, das muss ich hier auch sagen, komme ich nur über Jesus. Ich lese gerade den Kolosserbrief, ein wunderschöner Vers. In Christus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Das, was ich gepredigt habe bisher, ist Weisheit über Kommunikation, wie wir Frieden finden, nicht schlecht reden und so weiter. Das ist biblische, gute biblische Weisheit. Aber wie wir die erlangen und leben können, das kommt von Christus. In Christus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Er wird uns dazu befähigen. In ihm sind verborgen. Und der Schlüssel zu alledem, das wissen wir, ist Vergebung. Er hat Frieden zwischen uns und Gott hergestellt. Zwischen uns und Gott, dass wir versöhnt sind mit Gott. Und weil wir versöhnt sind mit Gott, können wir uns untereinander versöhnen, weil wir Vergebung empfangen haben und Vergebung weitergeben können. Und dort, wo wir vergeben, herrscht Friede, auch zwischenmenschlich. Wenn der Frieden in den Brunnen gefallen ist, ich sage es mal so, und es kriselt und man beginnt aufzurechnen, aufzurüsten,
Gleichgewicht der Kräfte. Wer hat mehr vorzuweisen? Wer kann dem anderen mehr ans Schienbein schlagen? Dann ist es höchste Zeit, auszusteigen, einen Knoten in den Gewehrlauf machen, vergeben und einen Neuanfang wagen. Anders geht es einfach nicht. Und Gott hat uns das in Christus vorgelebt, auf eine Art und Weise, wo ich immer wieder nur neu staunen kann. Ich kann nur staunen. Und wer Jesus aufnimmt, empfängt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bewirkt die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes ist Liebe. Und eine Auswirkung der Liebe ist, Galater 5, 22, Friede. Friede, Freude, Freundlichkeit. Also wer von Friede redet, der müsste sich freuen. Heute Morgen hat zu mir jemand gesagt, Thomas, was ist los? Du bist festlich angezogen. Und dann habe ich gesagt, Friede ist ein Fest, da wird gefeiert. Für uns ist Friede irgendwie so mühsam, so anstrengend, so komisch. Friede ist ein Fest, denn dort, wo Friede ist, blüht das Leben auf. Das ist Friede. Für uns ist irgendwo verbunden mit Verhandlungen und Verhandlungstische und Donald Trump und Kim Jong-un und all die Sachen. Aber Friede für uns ist ein Fest. Und das sollte man uns Christen abspüren. Das sollte man Gemeinden abspüren. Da blüht das Leben auf. Denn die haben Frieden mit Gott und dieser Friede wirkt sich untereinander auf. Wir dürfen uns an dem Punkt nichts vormachen. Wirklich nichts vormachen. Ohne versöhnte Beziehung zu Gott wird es keinen Frieden für uns geben. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Und doch haben wir unseren Part zu leisten, und das finde ich extrem spannend, was Paulus an die Korinther schreibt. Er sagt, zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, freut euch, freut euch. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Er ruft auf dazu. Und dann kommt die Verheißung, ist verrückt. Und dann sagt er, dann wird Gott, von dem alle Liebe und aller Friede kommt, bei euch sein. Es ist nicht linear. Ich habe Frieden mit Gott und dann flutscht alles, sondern ich habe Frieden mit Gott. Ich jage dem Frieden mit den Menschen nach. Ich werde mehr Gott mit mir erleben. Ich jage noch mehr dem Frieden nach. Ich werde noch mehr Gott erleben. Das bedingt einander. Und gerne spielen wir das eine gegen das andere aus. Es braucht beides. Aber ohne Gott geht gar nichts. Das lehrt uns die Bibel ganz vom Anfang. Beides ist zirkulär. Ich komme zum Schluss. Was mich in all diesen Dingen extrem immer wieder zum Nachdenken bringt, herausfordert, ist der Zusammenhang zur Kirche. Wenn wir über Frieden nachdenken, normalerweise verkörpert die Kirche diesen Frieden weltweit und die Gemeinde vor Ort. Sie verkörpert diesen Frieden. Den kann man geradezu erleben und spüren und wahrnehmen. Das sind Menschen, die sind mit Gott versöhnt, mit sich selber versöhnt und miteinander versöhnt. Da herrscht kein Misstrauen, da herrscht kein Gleichgewicht der Kräfte, da herrscht Abrüstung, das heißt dienen, füreinander da sein. Das herrscht in der Gemeinde. Und dem jagen sie nach. Und dann haben sie Frieden und Wohlergehen. Und dann belastet es mich, dass die Kirche weltweit das so wenig erlebt. Ich habe auf Facebook eine Diskussion geführt, was ist denn Kirche? Sind wir doch alle, immer, alle, jeder Kirche. Und ich sage, nein, nicht jeder ist Kirche. Kirche sind die, die zu Jesus gehören, die ihm nachfolgen, die die Vergebung angenommen haben, die in seine Nachfolge treten und die sich versammeln, nur zwei oder drei. Dort ist Kirche. Aber nicht, wenn jemand sagt, ich fühle mich auch als Christ. Ich habe zwar nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber ich fühle mich irgendwo auch als Christ. Und dann haben wir so ein Mischmasch, so ein Durcheinander, dass Kirche eigentlich nicht Kirche ist, dass sie eine Interessengemeinschaft ist von irgendwelchen Interessen, Friedensinteressen oder Abtreibungsinteressen, keine Ahnung.
Und die Kirche ist mehr. Sie ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus vertrauen, die die Vergebung angenommen haben und aus dieser Vergebung heraus, aus diesem Frieden, den er schenkt, ihn weitergeben, ihm nachfolgen. Und ich glaube, Kirche in diesem Sinn braucht es viel mehr. Und das wären für mich starke Kirchen. Und starke Kirchen bestehen natürlich wieder aus einzelnen Leuten, die sich Jesus hingeben und mit ihm leben, die den Frieden empfangen, Vergebung und Liebe und weitergeben. Das ist auch das, ist ein zirkuläres Verfahren. Suchet den Frieden, jaget ihm nach. Achtet auf eure Worte, würde David sagen, achtet auf eure Worte. Achtet auf eure Taten, überwindet das Böse mit Gutem und redet gut. So werdet ihr Frieden erleben. Und die Krone und die Grundlage und alles ist, dass wir zurück zu Gott gehen und diesen Frieden empfangen und dann leben und ihm nachjagen. Gott segne uns in diesem Jahr auf diesem Weg. Und ich glaube, unsere Gemeinde und Gemeinschaft kann erstarken, Ehen können erstarken. Wenn wir nicht im Gleichgewicht der Kräfte funktionieren, sondern in der Abrüstung und im Frieden, den Gott schenkt. Geht hin in Frieden. Jetzt loben wir diesen Gott, denn der ganze Psalm ist eingebettet ins Lob Gottes. David blickt auf Gott und er lobt ihn. Und sagt, du bist lobenswert, dass du das alles ermöglichst. Und das wollen wir jetzt tun.